Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Yu-Gi-Oh! Death Pro. Heute spiele ich ja mit einem Übelschar-Deck. Ich weiß gar nicht, wie die auf Englisch heißen. Evil Swarm einfach nur. Okay. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Und ja, Übelschar-Deck ist halt wieder ein XYZ-Deck oder XYZ-Deck, wie man auch mal das ausspricht. Und ich beschwöre als erstes mal Castor, denn der hat den netten Effekt, wenn ich ihn beschwöre. Darf ich noch ein zweites Monster beschwören? Und das wird dann sein. Oh, das war mein Handy. Ich stummschalte das. Ich schalte das nur stumm am besten. Rufen wir noch den Kollegen. Ja. Und dann holen wir uns mal das Übelschar-Monster Ophion. Ophion hat den netten und gleichzeitig asozialen Effekt, dass solange er Material hat, der Gegner keine Spezialbeschwörung der Stufe 5 oder höher machen kann. Zusätzlich kann man sich mit ihm eine Zauberkarte holen, und zwar die Befallpandemie. Die verursacht, dass halt Ilschar-Monster, also Übelschar oder Stahlschar-Monster, nicht von Zauber- und Fallenkarten getroffen werden können. Das ist ganz nett, muss man sagen. Und dann setzen wir noch das Device hin und die Karte noch und dann beenden wir den Zug erstmal. Mal gucken, was der Gegner so hat. Dürfte eigentlich nichts Besonderes sein. Ups, da bin ich kurz mein Handy gegen den Tisch gestoßen. Ja, ich habe leider so einen Glastisch, deswegen ein bisschen ekelhaft das Teil. Und ich hoffe, man hört meinen Ventilator nicht, weil, naja, wie gesagt, 35 Grad, nicht nett. Deswegen mal schauen. Welche Karte hat er denn gewählt als Ziel? Ich weiß nicht, welche Karte er gewählt hat. Oh Gott. Ah nee, wir dürfen davon aus, weil er die beschworen hat. Na gut, warten wir erstmal ab, was er macht. Ich hätte ihn sofort wegschicken können, aber ob sich das wirklich lohnt. Nee. Machen wir das mal nicht. Wir warten ab. Innsbruck aktiviert der Leila und wählt die Karte. Ist natürlich nicht so cool, da das eigentlich die Karte ist, die ich. Ah, verdammt. Komm, mach auch folgendes. Wir schützen unser Monster mal vor Zauber- und Fallenkarten. Ich meine, die Karte wird eh verschwinden, von daher, warum nicht, ne? Warum nicht? Wie ihr gemerkt habt, bestimmt ist der Sound gerade aus von Yu-Gi-Oh! Das liegt daran, dass es mit dem Sound eh nicht so toll ist. Ich werde dann einfach Musik drunter setzen, hinterlegen. Ja, doch. Mach ich so. Das sollte passen. So, und dann haben wir so ein Spellbook-Deck, okay. Das könnte so ein Deck von Mazer sein. Das sieht gerade so richtig danach aus, einfach. Mehr Zeugs, mach ruhig dein Ding, ist in Ordnung. Du rastest sowieso aus, ja, genau. Nein, es fällt der Karten wieder mal. Mal gucken, was da geworfen wird. Mal schauen. Ghost Trick Mary. Nö, das kann uns egal sein. Ja, was er alles abgeworfen hat. Oh, das ist nett. Dass das weg ist, ist echt nett. Dann holen wir uns mal hier Verstärkung für die Armee. Sorgen uns nochmal ein Castor, damit wir nochmal was doppelt beschwören können. Dann hier Castor kommt ins Feld. Brauchen deine Dienste. Und ich behaupten, wir greifen erstmal so an, dass wir so mehr Schaden machen. Ja. So, ein bisschen reinwürgen hier. Komm, friss was. Arm. Nochmal einen reinwürgen. Danke. Und dann holen wir uns noch nett. Oh, sollen wir uns Bahamut holen oder nochmal so ein Ophion? Wir holen uns noch ein Ophion. Die zwei Ophion sind besser als einer.
dann noch halt am besten den raus und holen uns die Pandemie wieder mal. Wir wollen uns ja schützen, ne? Und dann schauen wir mal, was der Gegner so machen kann. Ich bezweifle, dass der viel machen kann, denn dieses Deck ist halt schon richtig Arschloch, weil eigentlich fast jedes Deck mittlerweile mit X über Z arbeitet. So, Schluck getrunken, beziehungsweise nicht mit X über Z, aber eher mit Spezialbeschwörung über Stufe 5. Weil es dann einfach sehr effektiv ist und sehr schnell geht. Das ist halt so ein richtig schönes Anti-Deck dagegen. Beziehungsweise dieser Ophion ist der totale Anti dazu. Der sich auch noch selber schützen kann. Und nicht mal schwach ist mit der Zahl. Für jedes Monster, das du beschwörst. Keine Battlephase durch und holt sich das Monster. Ja. Okay, okay, soll er ruhig machen, habe ich kein Problem mit. Habe ich kein Problem damit. Mhm. Die beiden Kollegen. Wurde jetzt. Nee, er kann weder Synchro noch sonst irgendwas machen. Das macht er. Ja, weißt du was? Dann, wenn du die E zerstörst, machen wir folgendes. Wir ballern dir deine Leila mal weg, weil die sonst auch in Verteidigung gehen würde. Ich meine, irgendwo tun wir damit einen Gefallen, weil wir geben ihnen das Monster auf die Hand. Ja, das wäre eigentlich dumm. Wir hätten lieber Lumina nehmen sollen. Was macht er jetzt? Unberührt machen. Aha. Naja, gut. Ist jetzt auch egal. Sag ich mal. Denn. Er kassiert genau nicht genug Schaden. Aber wir haben noch Monster, das wir beschwören können. Das ist der Stadt Leila und dann beide Angriff. Dann sollte es passen. Ja. Los, Max the Cat. Noch eine? Oh, komm schon. Gut. Da baut er sich eine richtig schöne Verteidigung auf. Weil da kann er den Effekt einmal pro Spielzug nutzen. Nee, kann er nicht. Der müsste die öfter benutzen können. Als ob er nicht wüsste, was für eine Karte das hier ist. Natürlich ist. Ah. Okay, wen knockt er weg? Er wirft Material ab und dann nimmt er die hier. So, mal gucken. Mischt das gewählte Ziel ins Deck. Zaubern fallen mit Karteneffekten berührt. Okay, das heißt, es wird trotzdem gelten. Na gut, dann halt nicht. Kein Problem. Was macht der jetzt? Sollen wir Lumina ihr Ding machen? Ach, noch eine Lumina. Mein Gott, hatte der nicht. Prophecy Destroyer. Aha. Noch eine Leila, Alter. Ja, ja, komm, hier ist mir egal. Aktiviere ich das, ist mein Monster sicher. Soll's. Meine Güte. Macht für mich eigentlich keinen Unterschied, wenn der jetzt im nächsten Zug nicht, also wenn jetzt nicht mein Ophion los wird, dann kann ich den im nächsten Zug besiegen. Der Salamander ist stärker als, ja, die beiden sind halt offene Ziele, die halt ordentlich Schaden kassieren, wenn er nichts macht. Ich brauche da echt nur ein zweites Monster beschwören, dann ist garantierter Sieg für mich. Zen Mains. Natürlich doof. Das ist natürlich doof. Ach Gott, ich glaub's nicht. Oh, warte mal, das passt eigentlich. Rufen wir den Kollegen. Und dann machen wir folgendes. Ne, aktivieren brauchen wir auch nicht, wir können ja eh nur. Ja, komm, greifen wir mal den ganz normal an erstmal. Bisschen Schaden noch einwirken und den da weg. So, und dann gucken. Ja, bis einfach des Gegners dran am Angriff. Ja, ja, ja. Ach,
So, machen wir das. Ach komm, machen wir einfach mal. Was soll's, werfen wir den ab. Ist kein Problem. Dann ist er halt ein bisschen stärker und hält was aus. Und wenn er angreifen sollte, ballern wir halt einfach ihn mit der Verbannung weg. So, was kannst du machen, mein Freund? Er weiß, dass ich den hier nicht angreifen kann. Es sei denn, ich habe noch ein drittes Monster, das ihn halt besiegen könnte, rein theoretisch. Ah, komm, wenn ich noch so einen ziehen würde, so einen Salamandra, das wäre echt schon echt cool. Exitonenritter wäre auch ganz cool. Boah, dafür habe ich zu viel Karten. Oh. Ja. Verdammt, ist doch nicht wahr, wie viele Leilas der hat. Wo kommen die alle her, verdammt? Okay. Er erwartet sich wahrscheinlich darauf, dass der Effekt auslöst, aber der geht halt erst, wenn der Zug zu Ende ist. Man kann eins meiner Monster zerstören. Na, höchstwahrscheinlich hinter Ufer. Und dann ist er trotzdem mein Salamandra stark genug, um sein Mains zu besiegen. Also, es ist egal, was er jetzt. Jawohl, es ist nicht ganz egal. Ja, und damit haben wir gewonnen, weil er eingesehen hat, er hat das falsch gemacht. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Das war halt das Übelschar-Deck, Evil Swarm. Und kann ich nur empfehlen, das Deck. Ist wirklich sehr toll, damit zu spielen. Es kam jetzt gerade nicht so wirklich große Action, aber ihr seht ja, dieser Ophion, wenn man den ersten Zug direkt hat, das kann Gegner richtig hart blocken. Besonders wenn die halt auf Spezialbeschwörung anvisiert sind. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung lassen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, euer Basim. Ciao, ciao.